totale Ruhe. Kafka steht für mich vermutlich für alles kombiniert, was andere Menschen dazu bewegt, zu den Konzerten zu rennen. Es sind wahnsinnig mutige, wahnsinnig wichtige Inhalte und es ist einfach eine ganz wichtige Präsenz in meinem gesamten Musikspektrum, was ich so höre. Und ich glaube, dass alle Leute auf verschiedenen Gründen zu Konzerten gehen. Also manche Leute feiern die Musik, manche Leute feiern eine bestimmte Szene und wollen da Teil von sein, manche Leute feiern Inhalte. Kafka ist so eine Band, wo ich das alles vereint für mich. Ich kenne Kafka eigentlich schon richtig viele Jahre. Wir haben früher sehr oft zusammen auf Gigs gespielt. Ich hatte eine Band, die hat auch Crossover gemacht, die hieß Team Sabotage. Die gibt es auch offiziell noch, nur wir sind nicht so aktiv und es hat mich deshalb mega gefreut, dass die Jungs an mich gedacht haben bei dieser ganzen Sache. Ich feiere Kafkas Message sehr. Ist auch etwas, wofür ich stehe mit all meinen Musikprojekten. Ich rappe bei Kafka derzeit alone und das war auch nie anders geplant auf jeden Fall, als wir uns 2013 gegründet haben. Wie ihr vielleicht jetzt schon vermutet, wird sich das ein bisschen ändern und die sogenannte Sache mit K beginnt jetzt. Yes. Ah gut, Express-Shooting? Nee, hab ich keine Ahnung. Mein Hände nimmt? Okay. Mir schauen wir mal nach vorne, bitte nicht die Kackposition. Nicht die Kackposition? Okay. Oh Mann, ich liebe doch die Kackposition. Muss doch schon. Aber ich weiß nicht, Nein. Aber es ist auch kein Problem, oder? Dass wir uns unterhalten wollen. Doch, ein bisschen hoch. Geil. Finde ich gar nicht so viel, bitte. Ich guck genau. Ist fertig? Ja. Okay, zu mir schauen. Also, dass Gesellschaftskritik und Hip-Hop zusammengehören, ist für mich immer schon so gewesen. Auch wenn es nicht unbedingt, glaube ich, von allen heutzutage so gesehen wird. Hip-Hop-Band ist für mich immer, wenn da irgendwer dabei ist, der die oder sich dem Hip-Hop zugehörig fühlt, der Kultur, ehemaligen Jugendkultur Hip-Hop, die ja nicht nur aus Rap besteht, sondern Rap, DJing, Breakdance und Graffiti so. Und es ist in unserer Bandgeschichte eben seit 2013 so, dass eigentlich alle immer ersetzbar waren. So, ja? Wir hatten immer jemanden, eine Person, die am Schlagzeug aushelfen konnte oder jemand, der spontan an der Gitarre aushelfen konnte und so. Aber die Rolle des Rappers oder der Frontperson war immer so unantastbar. So. Da hat nie jemand drüber nachgedacht, warum nicht auch die Person ersetzen oder da eine Sub-Person für zu haben. Yes. So. Mal sehen, ich glaube, ich bin spät genug, dass alle schon da sind, normalerweise. Sorry. Sorry dafür. Ich bin gespannt. Ich habe auch extra darum gebeten, dass ihr noch nicht anfangen. Ich will dabei sein. Und ihr auch. Wenn es das erste Mal. Das erste Mal fittet, sozusagen. Wir sind an einem Punkt, wo wir eigentlich auch die Häufigkeit unserer Konzerte erhöhen sollten. Und das geht nicht bei allen mit dem Privatleben immer klar, sozusagen. Und für andere Leute, wie gesagt, gibt es immer eine Person, die ersetzen kann zur Not mal, aber für mich halt nicht, bisher. Phil und Stefan hatten dann die Idee, diese krasse Hoheit, die Ikonisierung dieser Frontperson, der rappenden Person, einfach mal zu zerbrechen und zu sagen so, hey, warum kann die nicht ersetzt werden? So, ne? Und ich war so, Alter, voll geil. Na klar, so genau das ist der Punkt. So, weißt du, das ist unsere Zukunft. So. Ich glaube, es war auch für uns alle von Anfang an klar, dass es jetzt nicht einfach irgendein anderer Dude ist, wo man dann so das Gefühl hat, der sieht so ähnlich aus wie ich. Weißt du, das klingt so ähnlich wie ich. Wir sind in einer Position, wo wir Leute erreichen. Und deswegen sehen wir das als Chance, wenn eine Position in der Band frei wird oder auch in der Crew frei wird, das zu nutzen, um eben das Team zu diversifizieren. So Privilege Sharing. Wir haben viele Privilegien als Band, die wir genießen. Ja? Wir haben eine total tolle Booking-Agentur, wir haben ein Label, was mit allem mitgeht, was wir machen und uns ein bisschen finanziert, wenn wir Aufnahmen machen und so. Wir gehen auf Tour, wir haben teilweise ausverkaufte Konzerte, wir spielen riesige Festivals vor tausenden Leuten und so. Das ist ja, da sind wir in einer Position, für die wir krass dankbar sind und die sich unglaublich viele musikmachende Leute auch wünschen und größtenteils nie erreichen. So. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir eine weiß-männliche Band sind. So. Philipp hat gleich irgendwie mitgeliefert, so ey, wir können noch Kay fragen. Und das war auch direkt mein Gedanke.
True Story, auf jeden Fall. So, wir dachten beide gleich, ja, Mann, auf jeden Fall. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Also ich dachte irgendwie vielleicht, keine Ahnung, ein Feature oder ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Ich war voll gerührt. Und dann war trotzdem, gleich als nächstes, dann habe ich mit dir telefoniert und dann meintest du, es geht schon auch um deine Texte. Und vielleicht ist es bei Hip-Hop und Rap auch nochmal was anderes, weil die immer dieses ich kann nicht reden, übrigens, nur rappen. Nur rappen. dass es authentisch ist, ist ganz wichtig. Und da steht schon ein bisschen dahinter, dass es eigentlich die eigenen Texte sein sollen. Und so Ghostwriter und Biting und sowas ist ja so voll das No-Go. Aber es ist halt eben in dem Moment was anderes, wenn die Band auf mich zukommt und mir das so anbietet, zu sagen, werd doch ein Teil von uns und damit auch ein Teil des Songs. So, ich kann quasi der Band, die möchte, dass sie das existiert, kann ich eine Stimme geben. Hammer. So, los geht's. Heute Tag X. Erste Probe Kafka und Kay. Und es ist merkwürdig, Texte von jemandem anderen zu lernen, aber ich habe richtig Bock drauf. Okay, ich weiß, wir Leute, die rappen, wir haben immer so ein Ego, weißt du? Und für uns ist mega wichtig irgendwie, dass meine eigene Message und Person rüberkommt und bla bla bla. Deswegen hatte ich voll Angst am Anfang, okay, hat sie da Bock drauf? Ja, richtig. Deswegen klingt sein Konzert richtig, richtig. Drummer weg vom Ego. Ey, oh! Alles klar! Siehst du, er macht es richtig. Na, was geht? Alles klar? Das ist unser Anliegen, wenn wir Konzerte vor möglichst vielen Leuten zum Beispiel spielen, ist ja auch diese Message eben zu verbreiten. So, ne? Ob das jetzt ich mache oder du, ist auch echt scheißegal am Ende. So, ne? Auch wenn sich zum Beispiel Kafka, was irgendwie auch interessant ist, bewusst dafür entschieden haben, das als eine Ebene für ihre Entscheidung zu nehmen, dass ich eine Frau bin, sehe ich mich selbst auf der Bühne jetzt gar nicht explizit als die Frau, die rappt, sondern ich glaube, ich bin vielleicht in meiner Art, wie ich wahrgenommen werde, immer jemand, der sehr explizit als feminin gelesen wird und als Frau. Entweder ich fühle mich voll fluid selber und fühle meine Rolle mit meinen Gedanken und nicht mit meinen Gefühlen als so feminin Gefühl, sondern es ist eher so, wenn ich rappe, dann rappe ich so. Und ich kann weder sagen, dass ich dann mich neutral gegenüber mir selbst als Frau fühle oder als Mann oder was auch immer, sondern es kann alle Ebenen abdecken, so. Und deshalb ist es für mich tatsächlich ein bisschen neu, jetzt mir diese Frage zu stellen und gleichzeitig mir vielleicht Zuschreibungen anzueignen oder diese Frage vor einem Publikum beantworten zu müssen. Weil vielleicht, wenn die Leute mich dann kennenlernen, hören sie auf, selber darüber nachzudenken. Das wäre so der optimale Fall für mich. Das habe ich mir jetzt nicht unbedingt vorgenommen, so bei Kafka. So, dass ich jetzt irgendwie da was explizit Weibliches reinbringen will, sondern das wird sich irgendwie finden. Und ich glaube dann, und das wird das Publikum dann merken, ob es da wirklich dann eher auch auf einer ganz musikbetonten, inhaltsbetonten Ebene bleibt oder ob ich was Neues reinbringe als Frontfrau, mit dem sie sich dann vielleicht neu identifizieren, vielleicht neues Publikum bringt. Das Geilste wäre einfach, wenn dabei rüberkommt, dass es einfach scheißegal ist, dass du eine Frau bist und ich ein Mann bin. So, dass es einfach nichts mit dem Erleben dieser Musik zu tun haben sollte und auch nicht hat eigentlich. Darum geht es ja eigentlich gar nicht, sondern eigentlich soll es ja zeigen, dass es einfach egal ist. Da habe ich alles gehört, ja, ne, alles. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis, alle hassen Nazis. Oh. Fühlt ihr das, Jungs? Fühlt ihr das? Ja, Mann. Könnt ihr das fühlen? Wird warm. Fühlst du das? Nee. Fühlst du das? Ja, Mann, ich fühle das. Ich fühle das. So warm. Unser Wagen ist auch cool. Stimmt auch. Mein Wagen. Richtig geil. Geile Attitude.
Flow trotzdem. Halt die Fresse einfach. Egal, was ich sag. Voll daneben. Ja, aber weil das Ding ja ist, ich glaube, ich habe dann auch nicht, es ging mir dann auch nicht genau darum, was hast du in diesem ganzen Song gemacht, sondern es ging mir darum, dass ich Momente gesehen habe, wo ich was mir die Sicherheit gegeben hat, die wir vorher auch nicht hatten, dass es definitiv funktioniert und dass es definitiv richtig fett wird. So. Wir müssen jetzt mal überlegen, wie wir das machen, weil wir müssen uns jetzt echt auf Songwriting konzentrieren und so. Und mit Kay haben wir noch super lange Zeit. Ja, aber ich denke mal 2,5 Monate, das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Genau, aber wir müssen eh überlegen, wann wird das erste Mal sein, so, weil die Tour habe ich ja schon geklärt, so, die spiele ich ja. Weißt du, was ich meine? Kann immer noch mal drin kommen. Genau. Und die Festivals kläre ich ja auch, was ich spiele. Und ich würde sagen, alles, was zusätzlich kommt, wenn Kay da Zeit hat, macht Kay. Wenn die Veranstalter mitmachen. Den müssen wir die Message noch geil kicken, ja, auf jeden Fall. Die machen mit? Haben sie schon gesagt? Nee, haben sie nicht. Er fand das cool. Wer ist denn aus Dresden? Na, der aus Beatpool. Mit dem von denen sollen die uns doch grüßen. Ja. Eigentlich war der Plan, dass irgendwie wir in der Standardbesetzung, normalen Besetzung das Konzert spielen, bis zur Zugabe sozusagen, die Leute rufen Zugabe, und dann komme nicht ich, sondern die Band kommt mit Kay wieder auf die Bühne und alle so, hä? Was geht ab? Na? Oh. Also wir gehen auf die Bühne, spielen unser Set, dann warten wir auf die Zugaben und die Zugaben wird halt Kay kommen. Und ob wir eine Ansage machen davor, Andeutung, wissen wir noch nicht. Sollen wir noch absprechen, aber so davor groß ankündigen, wenn wir nicht. Ja, ich bin auch für nichts. Wirklich, ja. Wirklich einfach schön, unsere, schön, die schön Leute denken so, ja, Zugabe, und dann komme ich raus und dann ist so, tada. Vor allem mit was für ein Lied, ne? Also, ja eben. Aber dann werden es halt echt so. Finde ich gut. Geile Einleitung. Und dann ist das eine super Einleitung und danach haben wir das Publikum und dann machen wir das Normale, was wir bei Fick dein Volk machen. Sei denn, ich vergesse meinen Text. Das wäre natürlich schlecht. Wird schon, ne? Wir werden eh alle so drauf, schon so durch sein. Oh Gott. Ohne alles, also ohne Quatschen, ohne Kram, ohne nebenbei, 1 Stunde 14 Minuten. 20 Lieder, das ist, wenn du Punkband oder was? Boah, das muss ich mal Schluck nehmen, oder? Ja. Das ist, also... Ah, geil, aber ist doch geil. Wie ist da die Stimme? Fels in der Brandung, zerschellt bei der Landung. Die Mehrheit der Welt regiert. Und die Mehrheit der Welt regiert. Wer war dein Einsatz? Ah! Ich dachte, er spielt einfach so vor sich hin. Ja. Okay, nochmal. Und hinterm Horizont liegt das Ende des Streams. Chinese Update des American Dream. Europa in die Kleidung, US liefert Teams. An die Front, Schluss mit Stellvertreterkriegen am Ende des Regenbogens. Die Kiste mit Gold, endlich leer, keine Schätze im Boden mehr. Kapitalistischer Höhenflug am Felsen der Brandung. Zerschellt bei der Landung die Mehrheit. Endlich die Mehrheit. Er sagt halt manchmal die Sachen so extrem explizit. Sieht, genau. Wie ich es halt nicht sagen würde. Also zum Beispiel sagt er nicht schreien, sondern schreien. Doch laut zu schreien ist Gold. Und ich würde das nicht so, das fühlt sich richtig so, das ist so ordentlich. Doch in der neuen Zeit ist Reden noch selber. Doch laut zu schreien ist Gold. Also spiel nochmal. Lass mal zusammen spielen. Ja. Eine Sache, die mir noch nicht so gefällt, das war, oh Gott, das war irgendein
Textteil, aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich glaube, wie der das Gold ausspricht. Er zieht das länger. Zieht er das lang oder nicht? Irgendwas macht er definitiv anders. Gold zieht es lang oder macht er nur, doch laut zu schreiben ist Gold. Also, ich habe auch das Gefühl, dass irgendwas fehlt, weil ich glaube, er hat nicht so eine lange Pause, bis der Chorus kommt. Die Schwierigkeit bei allen Proben ist für mich, dass ich einerseits versuche, meinen Style nicht zu vernachlässigen, aber andererseits funktionieren die Songs mit der Art zu rappen, wie Jonas sie geschrieben hat. Und ich muss so ein Zwischending finden, meine Stimme finden, den Flow finden, wie er zu dem Song passt. Und gleichzeitig mich ganz wohl damit fühlen, dass es wirklich, dass man merkt, dass es meins ist. Also wir sind ab und dran. Ja. Okay, wie geht's? Na? Schön, dich zu sehen. Ja, siehst du. Hi, okay, was denkst du vom Gefühl? Bist du safe? Ja? Jetzt bin ich, jetzt habe ich Kopfweh, weil du mich gefragt hast, ob ich safe bin. Ich war die ganze Zeit so, ja? Easy. Und jetzt so, bin ich safe? Nein, weil ich finde es wichtig, dass wir alle ein safe Gefühl haben. Und wenn wir frei auf die Bühne gehen. Und das wäre blöd, wenn du irgendwie unsicher bist oder wir sind unsicher oder so. Deswegen müssen wir safe sein. Glaub. Kein Kopfweh kriegen. So war das überhaupt nicht gemeint. Ich habe heute vor dem Spiegel performt, wie ein richtiger kleiner Rapper. Sagst du eigentlich über dich Rapper oder Rapperin? Also viele Rapperinnen, RapperInnen sagen, dass sie als Rapper bezeichnet werden. Ja, ne? Deswegen. Aber ich habe kein Festkonzept. Ich habe das irgendwann auch mal gelesen und dachte so, oh, okay. Auch interessant. Auch interessant. Mhm. Aber MC. Ich habe auch schon Femcy gehashtaggt bei ganz Sachen geil. Von meinen. Kenn ich gar nicht. Also weißt aber du, also. Ich fand's, aber ist aber ein Grund, warum ich aus. Früher war ich ja Lady K als eine Solo-Künstlerin. Ah, okay. Warum ich Lady gedroppt habe. Weil das hat mich immer ein bisschen genervt. Das war dann so, oh, Lady K. Ja, das ist auch so, hey, Lady. Das animiert gleich so Moderatorinnen oder Moderatoren meistens, das auf eine bestimmte Weise anzusagen. Und jetzt kommt Lady K. Und ich so, so eine Lady bin ich nicht. Ja, das klingt auch so ein bisschen chicky. So, ne? Lady. Genau. Dann habe ich das gedroppt und dann waren voll viele Leute davon und dann gab es oft irgendwie so, der Name war so kurz und so genderneutral. Dann haben manchmal, wurde ich auf Festivals so angesagt, und jetzt kommt Kaye? Kaye West? Miss K. Und ich so, oh was? Nee, Alter. Einfach weil die mich dann gesehen haben, dachten, wir können einfach nur K sagen. Wie scheiße. Miss K. Wir haben ein paar Mal geprobt natürlich und so und dann irgendwie nach der letzten Probe vor dem Cassiopeia-Konzert gemerkt, dass das schon geil ist und dass auch schon absehbar ist, wie geil das wird mal, aber dass es noch nicht, also Paul hat das ganz geil auf den Punkt gebracht, er hat halt gesagt, ich sehe die Vision, aber das ist noch nicht das Produkt. Was bei dem Song echt schwer ist, ist, dass ich das Playback im Hintergrund, das bringt mich eigentlich eher raus.
weil ich dann immer denke, oh, bin ich jetzt zu schnell oder so, dabei achte ich voll auf die Band eigentlich. Vielleicht für mich lieber raus. Naja, ist nach vorne halt ja auch genauso kryptisch. Was? Das ist nach vorne raus genauso, also unsinnig, wisst ihr? Das beißt sich halt. Also entweder funktioniert das zusammen oder man muss sich dann irgendwie was überlegen. Aber das sollte es halt nicht sein. So. Mhm. Und dann war auch kurz die Diskussion, ja, du brauchst irgendwie dein eigenes Playback oder ich muss es noch mehr üben. Aber es war ja gar kein nicht mehr üben, es war die Generalprobe. Erst bei der Generalprobe habe ich dieses Playback zum ersten Mal auf die Weise gehört. Und in meinem Kopf habe ich trotzdem gedacht, ach, schaff das irgendwie, zieh das irgendwie durch. Hab noch 3 Tage zum Üben, es wird. Der Playback ist ja so wie die Aufnahme, ich kann es mir einfach auf Spotify noch weiter anhören. Ja, genau. Das ist auch gut für unsere Streams und so. Also ja, besser ja, genau. Immer alles auf Spotify. Nee, was ich sagen wollte, das geht für Freitag leider nicht. Nee, bis nächstes Jahr würde ich sagen, hast du eh 100% dein Ding so. Also dann würden wir den spielen, könnten wir es dann noch anpassen, aber jetzt ist die Zeit zu kurz. Und irgendwie, ja, war das alles noch ein bisschen zu wackelig. Und wir wollten es auch nicht verpulvern. Ja. Und dann riskieren, dass was Halbgares dabei rauskommt, wo das so wichtig ist, dass es halt reinhaut. Ja, weil es eben so was Ungewöhnliches ist. Muss es halt quasi dann auch direkt überzeugen. Ich habe Kafka auch eine Weile nicht mehr so im Konzert gesehen. Das kommt auch noch dazu. Bestimmt. Ich konnte es mir eigentlich gar nicht so vorstellen. So. Ja. Ja, genau, das war ja auch. Das hatte mich auf jeden Fall auch nochmal ordentlich überrollt. Jetzt weiß ich, was da auf mich zukommt. Genau, das war, glaube ich, auch voll cool. Das Kay war halt dann dabei natürlich beim Berlin-Konzert und das war, glaube ich, sehr wichtig. Und wir planen das ja auch so ein bisschen für die April-Tour, dass du mal dabei bist und so, dass wir doch dann mal zusammen auf Tour fahren tatsächlich. Vielleicht rappen wir ja auch mal irgendwas zusammen oder so, aber das ist vor allem, dass wir gemeinsam oder dass du mit mir gemeinsam in diesen Band-Spirit auch reinkommst und eben irgendwie Abläufe kennenlernst und wie gehen wir mit was um. Und heute war es so, dass ich ganz viel neuen Input hatte. Zum einen, keine Ahnung, was macht Jones Violas für Ansagen zwischendurch und worauf steigt das Publikum ein? So, welche Songs funktionieren krass, so eigentlich alle. Aber das wusste ich vorher alles nicht. Das war schön zu sehen. Und es war auch noch heftiger, als ich mir vorgestellt habe. Ich glaube, das hätte mich so geflasht. Ich weiß nicht, ob ich dann vor so einer Welle einfach alles vergessen hätte. Das hätte gut sein. Jetzt kann ich mir richtig vorstellen. Allerdings war ich, als ich dann bei den Zugaben hier in der Tür stand, war all das, worüber ich im Proberaum noch nachgedacht habe und manchmal Texthänger hatte, ging alles automatisch. Das kenne ich aber auch von meinen Gigs. Und das war auch gut, das jetzt zu wissen. Das wird gehen. Julian, unser Booker, der wird quasi uns anbieten mit einer anderen Frontperson, und zwar Kay. Und bisher gibt es, glaube ich, schon 4 oder 5 Zusagen, das ist richtig geil. Von Festivals, die sagen, ja, finden wir geil, warum ist das Supporten so, eh mehr Frauen auf der Bühne? Ja. Weil es wird erstmal auch manche vom Kopf stoßen und sagen, ich will Kafka sehen. So. Aber das wird Kafka sein. So. Ja. Das ist nur ein Prozess. Sind deine Backings irgendwie noch dabei? Das ist komplett alles hier. Ja, das müssen wir noch gucken, weil eigentlich war schon der Plan, dass sie heute spielt. Wir haben vor Freitag entschieden, dass sie heute nicht mehr spielt. Sie hätte die Zugabe quasi übernommen. Komplett. Ja. Und da tauchte zum Beispiel im Proberaum das Problem auch mit Zukunftsmusik, wo halt sehr viel Doppler mit drauf sind, dass sie gesagt hat, weil sie float die Dinger ein bisschen anders als ich. Und das soll auch so sein. Also sie hat den eigenen Rap-Style so, es geht halt um die Message. Und das passt dann halt nicht so richtig. Deswegen so ein paar Dinger müssen wir überarbeiten. Aber das erste Ding, was mit ihr ansteht, ist, glaube ich, im März nächstes Jahr. Und ich sah dann mal gut Zeit. Und wir haben das jetzt heute nicht gemacht, weil wir gemeinsam entschieden haben, es ist noch nicht 100% sozusagen. Weißt du, das ist noch nicht perfekt. Aber das finde ich ziemlich geil, also, diese Vorstellung. Das ist crazy. Ja.
Und natürlich die Leute um uns rum, so Booking und Label und so, ja. Und so, ja, geile Idee, aber ja, mal sehen und so, wie das wird, weil sie können es natürlich nicht vorstellen. Aber, genau, da arbeiten wir jetzt dran, wir wollen jetzt erstmal dieses Ding hinter uns bringen. Und dann wird das werden wir daran arbeiten, dass es ab nächstes Jahr passiert. So, ich finde es auch voll spannend einfach. Aber sag mal, die Ankündigung war ja schon leicht da, dass das passiert. Ja, aber niemand rechnet doch mit sowas. Man denkt so, nee, ich habe sowas nicht. Also ich dachte, sowas geil, ich habe sowas noch nie gehört, dass es sowas gab. So. Das ist eigentlich geil. Weil es geht so weg von der Person als Ikone, weißt du? Ja. Weil es soll nicht um mich gehen, so, es soll ja um die Mucke gehen, um die Message oder was. Ich löse mich auf und leugne auf ewig. Versuche zu fühlen, glaube ich vergessen. Ich kann mir was kaufen, doch kann es nicht essen. Ich bin satt geboren. Bist du bereit? Bist du bereit? Hopp, hopp, für die. Yeah, wo sind die Hände nochmal? Sie feiern nicht nur einfach irgendwie sich selbst als wir gehen jetzt mal zu einem Rockkonzert und wir finden die Band geil, sondern die feiern die Texte, die rappen genau die Stellen mit, die krass wichtig sind. Die waren super supportive so untereinander. Also ich hab das, meine, jeder kennt das irgendwie, man geht in den Club und man kriegt dann so, man hat dann so seine nicht so geilen Vibes, mit denen man am Abend klarkommen muss. Hatte ich halt gar nicht. Ich habe mich ziemlich voll gedrängelt. Ich war eigentlich so ein bisschen der Arsch, ich bin da ganz hinten, da ganz vorne. Alle waren voll nett irgendwie. Mich gefragt, ob sie mir ein Bier mitbringen können. Leute, die mich gar nicht kennen. So. Bierstadt gibt es andere. Wenn du ein Kind reinmachst, kannst du aber noch länger warten. Anderes Publikum und auf jedem Festival gibt ja auch Publikum, was einen noch nicht kennt. Dann ist es aber auch egal. So, nicht egal, aber dann ist es nochmal anders. Muss man nochmal anders überzeugen irgendwie. Aber. Ja. Ich glaube, sie werden es. Kann man noch gar nicht sagen. Klopfer Holz. Auf der Ebene der Bedeutung werden die Leute, die mit uns sind, das supporten und das feiern. So. Und so, spätestens, sobald sie bei einem Konzert waren, was Kay gerappt hat, so werden sie ihre Fresse halten. Weißt du? Also selbst wenn sie vorher irgendwie das scheiße fanden oder so, werden sie dann merken, ah, okay, deswegen machen die das. Deswegen Leute, die das inhaltlich nicht feiern, feiern vielleicht auch nicht alle Aspekte der Band Kafka. So. Also wir sind eine politische Band, wir haben politische Fans. So kann ich nur nochmal betonen. Ich erwarte von denen, dass sie das feiern. Ganz einfach, so wirklich. Dankeschön! Lauter! Hey, vielen Dank, vielen, vielen Dank, wirklich. Habt noch einen schönen Abend. Bis bald. Wir sehen uns im Juni spätestens. Bis bald. Kleidung ist gegen Gott. Wir tragen Feinde. Es gibt auch eine Art Ikonisierung. Also das wurde mir auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt von irgendwelchen Label-Booking-Partnern. Ja, so und so, alle gleichberechtigt, aber du bist das Gesicht der Band und so. Ne? Und das ist ja auch irgendwie ein Druck auch, der herrscht, so ein ziemlicher. Wir als politische Rap-Band haben eine andere Art von Selbstinszenierung, aber dass wir jetzt das Mikro teilen, einen Typ und eine Frau, ist ja auch Teil des, weißt du, der politischen Selbstinszenierung. So, das passt ja einfach, das passt ja da rein. So, es gab ja auch schon Zeilen, von denen du mir gesagt hast, dass du sie nicht rappen wirst. Stimmt, ja. So, wo ich auch voll cool mit bin, ja, alles cool. Du sollst natürlich nur rappen, was du serious auch rüberbringen kannst. So. Aber immer noch die Nazis, alle Kids abgereist, keiner geht mehr Demo, nein. Nazis sind krank, wir müssen die Chemo sein. Ist eine lange Therapie, ist eine lange Therapie, ja. Und bei diesem Chemo-Spruch habe ich dann zum Beispiel in der Probe gesagt, dass ich krieg das nicht über die Lippen. Und dann haben sofort alle gesagt, musst du nicht, kann man austauschen. So. Für eine Mehrheit, die schweigt, raus auf die Straßen, wer ist bereit? Das ist ja nicht mal links, was ich sag. Wir sind ja nicht mal links radikal. Das ist einfach nur normal. Als ich beim Pauline und Nelken Festival war, und das waren nur Bands, Hip-Hop-Artists auf der Bühne, die Frauen waren. Ich fühlte mich anders im Publikum. Es gibt eine Art von maskulin aufgeladene Energie bei Konzerten, vor allem wenn es sehr, sehr rockige Konzerte sind.
Am nächsten Tag war ich bei einem anderen Festival, wo vor mir zwei Bands waren, die nur männliche Künstler hatten. Und das Publikum war so 95% männlich. Und der Vibe war so anders. Und es war dann auch sofort so, dass mir anders begegnet wurde, als ich auf die Bühne ging. Es war so eine Mischung aus irgendwie interessiert, aber alle haben erstmal den Raum verlassen, haben sich ein Bier geholt. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich fange jetzt mal an zu spielen. Und dann kamen alle so, da haben wir so reingeguckt und kamen so Stück für Stück wieder zurück. Und am Ende war es dann auch irgendwie voll. Aber es war so, wie ich musste erstmal beweisen, dass ich das hier genauso rocken kann wie die männlichen Bands vorher. Das ist irgendwie spannend schon manchmal, wenn man das vielleicht so ein bisschen verändert. Ich habe das auch in meiner alten Band immer ein bisschen in Frage stellen müssen, weil wir sind oft auf explizit Frontfrauen-Festivals gebucht worden, die aber immer so Nischen waren. Und das waren keine großen Sachen. Aber ich muss mich jetzt aus dieser Nische rauskämpfen. So für die großen Festivals bin ich so wie, wir buchen jetzt auch mal explizit eine Band mit einer Frau als Frontfrau. Und für diese kleinen Nischenfestivals war so wie, ja super, wir suchen jetzt mal all die Bands, die Frauen als Künstlerinnen haben, was toll ist, was aber eben einem das Gefühl gibt, man hätte, während eine Band, die rein männlich ist, hat sie alle Möglichkeiten, jedes Publikum anzusprechen, ist so ein bisschen das, was man daraus zieht, während unsere Band, ohne dass wir explizit danach gefragt haben, erstmal in die Nische eingeordnet wurde. Aber das wissen wir ja auch, dass man bei großen Festivals im Line-Up immer ein bisschen sucht nach der Quote. Das ist irgendwie spannend schon manchmal, wenn man das vielleicht so ein bisschen verändert. Sorry, und dann kommst du wieder zurück und dann sind alle so... Alle so, oh ne, toxic, ah, geh weg. Okay, Tür auf und raus. Hier steht auf dem Koffer. Gucken, ob alles da ist. Oscar da? Ist Oscar da? Guck mal, ob einer da ist. Können wir da hin? So, jetzt werden wir rausgeworfen worden. So ist der Fall. Ich sage am Anfang nur, okay, es geht los. Oder irgendwas, ja? Und dann erzählt sie. Es geht los. Es geht jetzt los. Es geht jetzt los. Die Sache mit Kay klappt. Nicht alle wissen lassen, dass das jetzt passiert. Ja, mehr und mehr. Und dann ist das passiert, was wir gehofft haben. Eigentlich feiern es alle. Und wir haben Festival-Bookings. Die schon wissen, dass ich dabei sein werde. Und Bock drauf haben. Und es supporten.